Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute mit Reik Gawe reden wir über die Digitalisierung in der Medizin. Ist das Ganze ein Segen, ist es ein Fluch oder ist es irgendwas dazwischen? Auf jeden Fall werdet ihr wieder klare, messerscharfe Aussagen von Reik Gawe bekommen. Und ich kann euch sagen, viel Spaß beim Zuschauen, es lohnt sich. Hallo Reik, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit heute mal. Schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast und dir die Zeit nimmst. Wir reden heute über Medizin grundsätzlich. Und das erste Thema, das wir uns rausgesucht haben, beziehungsweise das du auch vorgeschlagen hast, ist eben die Digitalisierung in der Medizin. Ist es jetzt ein Fluch oder Segen oder ist es eher grau und hat Schattierungen? Das schauen wir uns gleich mal an, würde ich sagen, ja. Was ist denn da der Trend? Wo geht denn da die Reise hin? Und siehst du das beunruhigend oder siehst du das entspannt? Auf was können wir uns da einstellen? Also ich sag mal so, ich kenne ja die Medizin seit 2001. Da habe ich damals mit meinem Studium angefangen, beziehungsweise sogar früher. Ich habe ja noch im Rettungsdienst gearbeitet. Das heißt, ich kenne die Notfallmedizin, ich kenne das ganze Krankenhauswesen dadurch. Und ich kann schon beobachten, dass sich in diesen letzten 22 Jahren einiges geändert hat. Definitiv. Und ich will mal sagen, nicht zugunsten des Patienten, des Menschen, sondern eher zugunsten der Technik. So. Und das hat natürlich Gründe. Und viele Menschen gehen mit diesen technischen Entwicklungen, ich sag mal, sehr unkritisch um. Es ist was Neues und das ist irgendwie wie ein neues Spielzeug. Wird dann auch so erstmal betrieben oder betrachtet. Und es werden immer nur die Vorzüge natürlich vermarktet. Es wird immer gesagt, ja, das geht jetzt schneller, das geht leichter, das geht besser und so weiter, ja. Aber wenn wir uns dann mal wirklich das große Bild angucken, ich denke, das können wir heute mal beleuchten, dann sollte schon klar sein, dass die Medizin dadurch aus meiner Sicht immer mehr entmenschlicht wird. Man könnte sagen, sie wird entpersonalisiert. Das heißt, der Mensch ist dann wirklich nicht mehr mit einem anderen Menschen verbunden, der therapeutisch, empathisch arbeitet, sondern es ist wirklich, wir haben einen Medizintechniker. Oder gar, dass der Patient mit Hilfe von Technik vieles auch selber machen kann. Ja, das ist ja so die Geschichte. Und letztendlich entfernen wir uns durch diese zunehmende Technisierung und Digitalisierung aus meiner Sicht auch immer mehr von der Biologie, obwohl es uns anders verkauft wird. Aber wenn man die Trends sieht, die heute in der Medizin sich ergeben, also wo es auch darum geht, irgendwas Technologisches in den Körper zu implantieren oder unter die Haut zu packen, sei es jetzt irgendwelche Chips oder irgendwelche fortschrittliche Nanotechnologie oder Nanobots, was auch immer, dann ist das aus meiner Sicht eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wo man nicht immer sagen kann, es hat nur diese Vorzüge, ja, oder Vorteile, sondern es hat auch sehr viele Nachteile. Und ich glaube, damit jemand auch differenziert sowas betrachten kann oder wenn er eine Entscheidung hat, was mache ich jetzt damit, sollte er beide Seiten kennen. Und das, denke ich, könnten wir heute mal ein bisschen genauer beleuchten. Du hast ja auch wieder fleißig Folien vorbereitet und da bin ich ein absoluter Fan von. Und das geht ja auch schon hier los mit dem, wie du schreibst, mit dem sogenannten Selbstvermesser. Also wir sehen das überall. Die Leute geben noch Geld dafür aus, dass ihre Gesundheitsdaten dann verkauft werden oder erfasst werden über die ganzen Uhren, die wir da haben und so weiter. Wie siehst du da die konkrete Entwicklung? Also wir können ja mal sagen, was heißt überhaupt Digitalisierung der Medizin? Ja, das sind ja so die Punkte, die ich hier kurz aufgeführt habe, damit man mal eine Vorstellung bekommt. Weil die meisten haben diese Entwicklung gar nicht so auf dem Schirm. Weil man muss dazu sagen, die Entwicklung ist auch erst in den letzten paar Jahren extrem dazugekommen und sie hat die Tendenz, exponentiell sich zu entwickeln. Das heißt, innerhalb von wenigen Jahren werden wir eine Veränderung haben, die die meisten gar nicht in 50 Jahren ihres Lebens davor erlebt haben. Also man spricht ja auch von sogenannten Smart Health. Alles ist ja smart geworden. Und man muss auch sagen, diese Digitalisierung innerhalb der Medizin ist Teil einer viel größeren Entwicklung, nämlich diese sogenannte vierte industrielle Revolution. Da gucken wir gleich noch mal ein bisschen genauer hin, was das bedeutet. Aber du hast es schon gesagt, es geht um dieses Thema Selbstvermessen. Also Biohacking wäre so ein Beispiel, ja, wo man irgendwelche Ringe oder irgendwelche Gerätschaften hat, die irgendwelche biometrischen Daten aufzeichnen vom Körper, um dann irgendwie daraufhin das zu optimieren, zu tunen, was auch immer, um dann vermeintlich gesünder zu sein dadurch. Das ist so ein großes Thema. Und es hat natürlich viel mit der Entwicklung zu tun, sprich Internet der Dinge, also alles wird dann miteinander verknüpft. Sensoren auf dem Körper, aber auch in dem Körper mittlerweile. Ich meine, die sind ja unheimlich bestrebt, an diese Daten zu kommen. Was machen die damit genau?
Naja, es gibt ja nicht umsonst den Ausspruch, Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Ja? Oder das, oder ja, könnte sagen, das ist sozusagen heute die Währung im 21. Jahrhundert. Daten sind es, ja. Und je mehr du Daten über jemanden hast, desto leichter kann man ihn auch beeinflussen, manipulieren, kontrollieren. Vorhersehen, ja, genau. Ja. Und es geht letztendlich bei dieser ganzen Agenda, könnte man wirklich sagen, die wir hier erleben, geht es um eine Art von Vorhersagbarkeit. Also diejenigen, die das voranbringen, die haben ein bestimmtes Weltbild. So, und in diesem Weltbild ist Kontrolle und Vorhersagbarkeit für sie das A und O, weil sonst leben sie in so einer Ungewissheit weil und Angst. Weil sie selber so wenig Selbstbewusstsein haben und nicht sehr mächtig, sondern über Angst wahrscheinlich und Kontrolle und diese Faktoren. Ja, also man könnte es ganz vereinfacht sagen, wir haben es hier mit dem Ego zu tun, mit dem Verstand, wenn man so möchte, dem der Ratio. Und auf der anderen Seite haben wir das Selbst, die Seele, das Wesen. So. Und diese Entwicklung, die wir momentan in der technischen Verbesserung oder Veränderung sehen, ist einfach eine reine rationale Entwicklung. Digitale Welt. Ja, Bits und Bytes. Es geht natürlich darum, wenn man jetzt die Menschen vermessen kann mit Sensoren überall, dann geht es um das Thema Big-Data-Analyse. Das heißt, wir müssen die ganzen Daten, die wir erhoben haben, irgendwie auch auswerten. Das kann kein Mensch, kein normaler Computer kann das mehr. Dafür braucht man entsprechende Hochleistungsrechner, Quantencomputer, bestimmte KI-Software, bestimmte Algorithmen, die in der Lage sind, das auszuwerten, Muster darin zu erkennen. Und es soll natürlich, das ist der Vorzug, den man uns vermittelt, es soll dazu helfen, Diagnosen besser, präziser zu erstellen und natürlich auch Behandlungsempfehlungen rauszugeben. Da habe ich immer meine Bedenken, weil bei bestimmten Diagnosen, die hängen ja davon ab, was du der Maschine vorher gegeben hast. Ja? Und wenn du in der Vorstellung hast, es gibt gut und bösartige Krankheitsbilder oder böse Viren oder sowas und gar nicht verstehst, dass es anders ist, dann kann diese Maschine dir auch nichts anderes rausgeben, als zu sagen, ja, du hast eine Gefahr für bösartigen Tumor. Und da merkst du, das hängt sehr davon ab, mit welchen Grundannahmen so eine Maschine vorher geprogrammiert und gefüttert wurde. So, und da fragt ja kaum einer nach. Dann haben wir das Thema Blockchain-Technologie, also diese Verschlüsselung von Patientendaten. Da wird uns natürlich erzählt, das sei alles besonders sicher. Aber ich sage mal so, wenn man einen Quantencomputer kennt oder hat, der ist sehr in der Lage, mit einer Rechenleistung natürlich sowas zu entschlüsseln. Ja, das soll sich keine Illusionen hingeben. Und wir wissen ja auch, dass allein schon Softwarelösungen für Betriebssysteme, dass die Backdoors haben, also Hintertürchen, natürlich, um reinzukommen. Warum soll das bei einer Blockchain-Technologie anders sein? Weil wir wissen ja noch nicht mal, wer das Ganze oft initiiert hat und wer noch mit dabei war. Und viele Leute, die wir ja auch sehen, das sind ja auch oft auch nur Frontmänner, die eben Galionsfiguren sind, die hochgehalten werden und dann haben sie ihre Jünger und alle laufen hinterher. Ne? Also das ist es leider. Sehr unkritisch. Die Leute rennen jedem Trend hinterher und denken, wow, das ist neu, das ist super, das muss toll sein und bla bla bla. Und vor allen Dingen diese Vergötterung dieser Personen, die da angeblich hinterstehen. Und wenn man wirklich mal kritisch nachdenkt, wie viel Zeit haben wir am Tag, können wir wirklich solche Dinge alleine oder machen die das alleine? Ich denke eher nein. Also. Es ist klar, es ist illusorisch, es ist eine Märchengeschichte, ein modernes Märchen fürs Marketing gut verpackt. Früher wurden ja die ganzen Erfindungen gemacht in irgendwelchen Garagen in Amerika. Ja, mittlerweile sind es jetzt die Teslas, wollte ich fast schon sagen, die Musks und so weiter. Ja. Genau. Ja. Okay. Aber das sind diese Märchengeschichten, die man im Marketing natürlich braucht, um den Leuten dann das schmackhaft zu machen. Weitere Trends, die wir dann auch sehen können, ist das Thema 3D-Druck, also Organe aus dem Drucker. Also das muss ich ehrlich sagen, das ist schon Science-Fiction für mich. Da bin ich echt gespannt, was du da zu sagen hast. Also es wird schon praktiziert. Also im Grunde muss man sich das so vorstellen, man erschafft so eine Art dreidimensionales Gel oder so eine Art Raumstruktur, in die dann entsprechend Stammzellen oder die Zellen, die man dann daraus kultivieren möchte, hineingibt, in so eine Nährlösung. Ja. Und dann züchtet man sozusagen Schicht für Schicht das entsprechende Organ. Wie sagt man der Zelle, was sie werden soll? Da gibt es bestimmte Botenstoffe, die man geben kann. Also eine Stammzelle, wenn du die mit bestimmten, wie sagt man jetzt hier, so sag mal, lokal wirkende Hormone oder diese lokalen Interleukine, wie sie alle heißen, da kannst du differenzieren, also wie die sich dann herausbilden sollen. Und dann wird die Struktur wird geschaffen, die Form wird geschaffen und dann entwickelt sich das Ganze zum Herzen, Niere, Leber. Ja, also was jetzt mein Kenntnisstand ist, das Problem momentan ist immer noch die Blutversorgung, weil das wird ja dann immer Schicht für Schicht aufgetragen und es wird immer größer. Und das Problem war bis jetzt immer noch das Thema der Blutversorgung letztendlich dieses größeren Gebildes. Also je größer so ein Organ natürlich dann wird, desto schwieriger ist es für die Blutversorgung. Das heißt, diese Technologie, die uns momentan noch präsentiert wird, wo es noch ein paar Schwierigkeiten gibt, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was wir sehen, doch ehrlich gesagt erst der Stand von vor 10, 15, 20 Jahren ist und die eigentlich schon damit durch sind? Na, sehr wahrscheinlich. Okay. Klar. Also es gibt ja schon andere Technologien. Der 3D-Druck ist eigentlich mal der Zwischenschritt zum Replikator. Ja?
Ich meine, das ist für viele wie Zukunftsmusik, aber die Technologien existieren. Wenn man sich mal ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt, dann wird man sich wundern. Ist ja genauso mit den Smartphones. Ja, es gibt schon Smartphone 20 wahrscheinlich schon in der Entwicklung, aber da haben wir noch die Zwischenstufen 13, 14, 15 und damit kann man natürlich mehr Geld verdienen. Deswegen werden erstmal diese Zwischenstufen rausgeschickt. Und die Leute würden natürlich auch verunsichert werden, wenn der Sprung zu groß wäre. Richtig. Das ist dieses langsame Ranführen. Wir werden langsam rangeführt. Dazu gehört auch Robotik. Ja. Also gerade im Thema Assistenz bei Operationen wird es ja gerade Hirnchirurgie zum Beispiel oder Neurochirurgie. In Pflegeeinrichtungen gibt es ja auch teilweise schon Roboter, die da die Pfleger ersetzen. Ja? Also aus Japan sieht man es öfters. Aus Japan, aber gibt es auch in Deutschland teilweise testweise schon. Also habe ich schon im Ärzteblatt auch mal drüber gelesen. Und jetzt natürlich ganz bekannt die Nanotechnologie, Nanobots, ja, also es ist ja gruselig, was da möglich ist mittlerweile. Ja. In Kombination natürlich auch mit verschiedener Biotechnologie, also wo es dann wirklich darum geht, das Genom des Menschen zu sequenzieren. Letztendlich aber auch sogenanntes Genengineering zu betreiben, also wirklich den Designer-Menschen herzustellen. Dass man sagen kann, okay, da gibt es Mutationen, die können wir ausmerzen, da können wir bestimmte Veränderungen vornehmen, sodass dann quasi ein Designer-Baby, ein Designer-Mensch entsteht. China ist da ja schon sehr weit. Also wahrscheinlich überall sind sie sehr weit. Die aber sind überall schon sehr weit. In China wird es halt auch präsentiert, ne, so, mit dem Baby mit den blauen Augen zum Beispiel, auf Wunsch. Ja. Und das ist ja nur die Oberfläche wahrscheinlich. Ja. Was passiert da? Also was ist dir da bekannt, Nanobots technisch mäßig? Naja, wenn man sich mal mit dem Thema der letzten zwei Jahre näher beschäftigt, mit dem C-Thema und sag mal tiefer eintaucht, Graphenoxid als Stichwort und guckt, was für Kombinationen diese Substanz mit Frequenzen wirken kann, kann man ja eins und eins zusammenziehen, was möglich ist. Ja? Ja. Und das sind Dinge, die werden getestet natürlich. Ja? Und da darf man sich keiner Illusion hingeben. Und natürlich werden nur die Vorzüge uns präsentiert, das ist klar. Ja. Wobei das Thema Graphen, weiß man gar nicht, ob man das jetzt noch sagen darf, nachdem wir schon ein paar Sendungen darüber gemacht haben und die Videos auch, ist ja auch nicht so kommuniziert. Ne? Also es ist noch nicht Mainstream, aber es wird interessanterweise auch nicht gefact-checkt, muss man echt sagen. Ja? Also das Thema wird einfach außen vor gelassen. Das hat mich immer gewundert, weil es gab dazu nie einen Fact-Check so richtig, ja. Kommt vielleicht noch, wer weiß. Ja. Aber das sind, sag mal, so die groben Trends, wo man vielleicht noch sagen kann, das ist halbwegs nachvollziehbar, was jetzt so sich entwickelt. Und wir können uns ja mal anschauen, wie sich diese, die Hintergründe, warum überhaupt eine Digitalisierung in der Medizin stattfindet. Weil für die meisten kommt das jetzt vielleicht so überraschend, gerade vielleicht die ältere Generation, die noch sehr im Analogen gelebt hat und auch die ärztliche Praxis noch kennt. Da kommt der Arzt und der hat dann ein Stethoskop und macht wirklich fast den Menschen an und nicht mehr, du legst dich in eine Röhre, wirst einmal gescannt und dann weiß derjenige, was du hast, ungefähr. Der Arzt soll doch irgendwo verschwinden, oder? Habe ich so das Gefühl. Naja, oder der Therapeut. In gewisser Weise, also ich sag mal so, mit dieser Digitalisierung können ja letztendlich alle Routinemaßnahmen, die können automatisiert werden und die werden automatisiert und damit verschwinden viele Berufsgruppen. Ja? Also alles, was automatisierbar ist in irgendeiner, also so eine standardisierte Anamnese, das wird alles wegfallen, weil das ist ja durch Algorithmen ersetzbar. Darum geht es. Aber die Gründe, warum das jetzt so passiert, ist ja viel interessanter. Ich will mal vielleicht als Einstieg, ich habe hier nochmal ein Zitat aus dem Ärzteblatt. Ich kriege ja das Ärzteblatt auch regelmäßig. Das ist von April 2017, also 5 Jahre jetzt her. Und da stand mal Folgendes. Also ich habe das mal so eine Zeit lang gesammelt, weil mich das interessiert hat, wie jetzt dieser digitale Trend in der Medizin sich etabliert. Und immer wieder kamen interessante Artikel. Und da wurde dann Folgendes gesagt. Die digitale Transformation des Gesundheitswesens ist in vollem Gange. IT-Konzerne, Versicherungen und Pharmakonzerne gieren nach Gesundheitsdaten. Haben wir ja schon gesagt. Das ist das Gold sozusagen des 21. Jahrhunderts. Jetzt kommt's. Die treibende Kraft der Digitalisierung ist die Ökonomisierung und nicht das Patientenwohl. Ja. Um die vorhandenen finanziellen Ressourcen effizient einzusetzen, werden dem Medizinbetrieb moderne ökonomische Managementkonzepte übergestülpt. Können wir auch sehen. Verwaltung. Also man denkt immer, ein Chefarzt hätte uneingeschränkte Befugnisse. Nein, über ihm gibt es einen in der Verwaltung und der sagt, wo es lang geht. Und wenn der sagt, die Zahlen stimmen nicht und der Chefarzt hat eine andere Politik, die er fährt, dann ist er ganz schnell seinen Job wieder los. Das ist auch schon mehrfach passiert. Also deswegen, es geht wirklich um diese Dinge. Medizinische Maßnahmen werden zu standardisierten Prozeduren, die checklistenartig abgearbeitet werden. Und das ist das checklistenartige Abarbeiten, heißt, es kann automatisiert werden. Also sprich, es kann eine Maschine oder ein Algorithmus übernehmen. Dazu passt auch die Honorierung nach DRG, also diese Fallpauschalen. Wunderbar. Denn Zahlenkombinationen eignen sich hervorragend für die maschinelle Datenverarbeitung. Die Medizin unterliegt einem Prozess der Digitalisierung, Algorithmisierung,
Ökonomisierung und zunehmend Juristifizierung. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Die Behandlung von Patienten mutiert zu einem fließbandartigen industriellen Prozess, bei dem die Dokumentation von Handlungen wichtiger ist als die Zuwendung zum Patienten. Um solch eine Medizin zu betreiben, sind keine Ärzte mehr notwendig. Steht so im Ärzteblatt. Krass. Vor 5 Jahren. So. Ja. Wir sind 5 Jahre weiter und die Entwicklung ist exponentiell. So. Das heißt also, hier ganz klar gesagt, es geht um die Ökonomisierung. Warum? Muss man sich die Ausgestaltung des heutigen Geldsystems anschauen. Wir haben ein zinsbasiertes Geldsystem, oder besser gesagt ein Schuldgeldsystem, das jedes Jahr dazu zwingt, künstlichen Wachstum zu machen. Und dadurch müssen ständig neue Märkte einerseits erschlossen werden. Also für die Medizin bedeutet das neue Bevölkerungsgruppen, die bestimmte Leiden haben, Krankheitsbilder haben. Oder es werden Krankheiten erfunden. Es werden Krankheiten erfunden, richtig. Oder was auch passiert, ist doch, dass gesunde Menschen zu kranken Menschen umdefiniert werden. Richtig, ganz genau. Ja? Also man kann ja heutzutage bekannte Symptome, ich sage ja auch, es gibt keine Krankheiten, es gibt nur Symptome, man kann verschiedene Symptome neu zusammenfinden und sagen, XY, neue Krankheit, voilà, aus dem Zylinder gezaubert. So. Und dann haben wir natürlich auch gleich die Therapie. Und so entstehen die Märkte und so kann der Wachstumsmarkt, also der Wachstumsdruck, besser gesagt, auf die Medizin weiter voranschreiten. Und natürlich gehört dazu auch Rationalisierung. Das heißt, da, wo man einsparen kann, wird man es tun. Ja? Und das ist der Punkt. Aber es gibt noch weitere Gründe. Wir können ja vielleicht noch mal die nächste Abbildung kurz zeigen. Ja. Also wir haben gesagt, es ist einerseits die Ökonomisierung, das ist also sozusagen der dritte Punkt. Also effizienter Ressourceneinsatz und überhaupt dieses ganze Thema Krankenbehandlung als Geschäftsmodell. Also vielleicht ein kleiner Exkurs. Wir haben seit 1910, Flexner Report in den USA, haben wir im Grunde eine Ökonomisierung der Medizin. Das heißt, die Medizin, die Krankenbehandlung ist zu einem Geschäftsmodell mutiert. Die Hochfinanz hat sich damals quasi über ihre Stiftungen in die Medizin sozusagen eingeschlichen. Und seitdem dominieren sie das, ja, das Geschäft. Ja. Und das ist vielen nicht klar, einschließlich der Ärzte. Sie spüren es dann im Krankenhausbetrieb oder in der Praxis, dass es mehr oder weniger um ökonomische Gesichtspunkte geht. Und der Druck, und sie müssen abarbeiten um ihre Schulden, meinetwegen, wenn sie jetzt sich eine Privatpraxis aufgemacht haben, erstmal hoch verschuldet sind, dann müssen sie abarbeiten. Da gehst du nicht mehr kritisch mit dem Thema um. Ich habe das auch im Bekanntenkreis, erlebe ich genau das, was du gerade sagst. Hochverschuldet, privat, eigene Praxis eingekauft, dann das Haus, eigene Haus abzahlen, die Praxis abzahlen. Ja. Und da gibt es kein links, rechts, da gibt es kein Aufmucken, weil wenn die nicht das tun, was ihnen vorgeschrieben wird, landen sie in der Armut. Ja. Und das will ja keiner, ne? So, wirklich. Ganz genau. Also es ist schon ein sehr perfide ausgearbeitetes System. Aber ja, so. Also das wäre sozusagen diese wirkliche treibende Kraft, die wir heute sehen können. Das ist vielen nicht klar. Es geht nicht um Fortschritt im Sinne von, wir haben neue Technologien entwickelt. Nein, die Entwicklung ist, weil ein Druck dahinter ist. Ein Wachstumszwang bedingt durch das Geldsystem. Das muss man erstmal verstanden haben. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Medizin, sondern auf alle anderen Bereiche der Gesellschaft. Überall, wo immer so dieses kranke Wachstum vorangetrieben wird, wo man sich fragt, wieso passiert denn das? Die Ursache liegt im Geldsystem. Aber es gibt noch andere Ursachen. Und ich sage mal, aus meiner Sicht, was diese Entwicklung weiter forciert, ist unsere unbiologische Lebensweise. Das heißt, auf der einen Seite leben wir so, dass wir, also wir leben nicht artgerecht als Menschen. Mhm. Wir werden irgendwie krank, kriegen Symptome, werden also... Du meinst damit die Punkte Bewegung, Ernährung? Richtig, der ganz normale Alltag. Also die Lebensgewohnheiten, die jeder Mensch so praktiziert, die machen ihn entweder krank oder gesund, mal ganz vereinfacht gesagt. Ja. So. Und dann kommt aber gleichzeitig durch diese Werbung, durch das Marketing, dass es ja so neue Technologien gibt oder auch neue Therapien, entsteht so der Wunsch nach einer digitalen Wunderpille. Ich brauche nichts ändern, es gibt die neueste Therapie, es gibt die neueste Impfung, es gibt die neueste, was weiß ich, XY-Behandlung. Und ich brauche ja nichts ändern. Ich gehe da einfach hin, bin dann vielleicht Versuchskaninchen, klar, im ersten Moment schon, aber es ist ja für die Wissenschaft, für die Forschung, bla bla. Und ich brauche an meinen Gewohnheiten nichts ändern. Das ist ja so schön. Das heißt, dieser Wunderpille-Glauben mit dem darin verknüpften Anspruch an die Dienstleistung der Medizin fördert natürlich so etwas auch. Das heißt, auch die Patienten tragen dazu bei, durch ihre Forderung, unbewusst, Arzt, mach mal. Ja? Nicht, nee, ich kann nichts machen, ich bin ohnmächtig. Ich habe schlechte Gene. So. Und das ist gefährlich. Da ist ja auch in Deutschland noch so diese Vollkasko-Mentalität, Krankenversicherung ist bezahlt. Ja. Also ich erlebe das, wo in anderen Ländern, wo das nicht so der Fall ist, da sind die Leute doch noch einen Tick mehr in der Eigenverantwortung. Notgedrungen, muss man sagen. Notgedrungen. Ja? Und dann kommt natürlich für viele noch ein Wunsch hinzu, das ist jetzt, sag ich mal, diese Agenda, die jetzt den Transhumanisten zugehört, der Wunsch nach Unsterblichkeit, und zwar physischer Unsterblichkeit noch im eigenen Körper.
Das heißt, es gibt eine riesengroße Bewegung auch, gerade bei diesen Tech-Konzernen und die CEOs und so weiter. Die sind Milliardäre, ja. Und was macht ein Milliardär am liebsten? Ja. Er möchte sein Niveau, seinen Lebensstandard halten, und zwar so lange wie möglich. Ja. Ja, der will auch nicht 30 Jahre geschuftet haben, 10 Jahre und dann geht's in die Kiste, sondern der möchte möglichst lange diesen Standard halten. Also wir kennen das ja von früher mit dem Einfrieren zum Beispiel, ne? Ja. Das war ja noch. Ja, richtig. Aber jetzt geht's in eine andere Richtung, Digitalisierung, Upload vermutlich. Ja, zum Beispiel. Also der ganze Transhumanismus, da kommen wir vielleicht noch zum Ende noch mal ein bisschen genauer hin. Ja. Tendiert dahin, den Menschen in seiner physischen Erscheinung unsterblich zu machen. Darum geht es letztendlich. So. Und das geht nur, wenn du den biologischen Körper mit Technologie verknüpfst. Zumindest in der Vorstellung der Transhumanisten. Ich meine, es gibt ja auch einen biologischen Weg, aber der ist natürlich hat was mit Bewusstsein zu tun. Ja? Das heißt, an dir selber musst du arbeiten, also dein Bewusstsein entwickeln und so weiter. Es gibt ja auch nachweislich Menschen, die Jahrhunderte gelebt haben oder immer noch leben. Ja. Nur die hängen das nicht an die große Glocke. Würde ich auch nicht. Würde ich auch nicht machen, nein. Sondern bei diesen Transhumanisten geht es einfach darum, wenn du dich mit der Technologie verknüpfst oder das und das machst, dann verjüngst du dich wieder. Ja, und dann kommt man natürlich auch in diese entsprechenden Themen rein. Wie man das dann genau macht, ja, wie man also dann das Leben verlängert und die Jugendlichkeit bewahrt und so weiter. Und da werden Milliarden jedes Jahr investiert. Ja, ich bin ja schockiert über diese oberflächliche Verjüngung im Sinne von Hyaluronspritzen und so weiter. Und dann machen sich welche, die haben dann irgendwelche Ringe um die Augen herum und lassen sich das spritzen, anstatt einfach ein bisschen den Lebenswandel anzupassen oder vielleicht... Brauchen sie irgendeine Substanz oder fehlt ihnen irgendetwas? Nein, dann wird er gespritzt. Das ist echt arm. Jeder nach seinem Weltbild. Weißt du, jeder Mensch handelt nach seinem Weltbild. Und wenn in dem Weltbild der Glaubenssatz drin ist, ich kann nichts machen, Gene waren schlecht angelegt für mich oder sowas, dann kann nur die Technologie mir halt helfen. Ja? Wenn man ihnen nicht gesagt hat, dass das eine Lüge ist, sondern du kannst sehr wohl deine Gene sogar verändern durch die Lebensweise. Die Epigenetik ist wesentlich stärker, die macht 90% aus und die Gene vielleicht 10%. Hat dir keiner gesagt. Ja. Ja, und das ist das Problem. Das ist auch ein gewisses Informationsdefizit bei den Menschen. Dass die wirklich glauben, nur die neueste Therapie könne mich gesund erhalten. Das ist ich meine, dafür machen wir jetzt ja auch die Sendung, dass wir auch dem einen oder anderen vielleicht die Motivation geben, hier oben den Schalter umzulegen oder ein paar Dinge neu anzuordnen, dass das sich dann aufs Körperliche auch auswirkt. Ja. Bitte. Wir können ja jetzt mal das Ganze in so ein größeres Bild kleiden, damit nochmal klar wird, dass diese Entwicklung, die Folge von einer anderen Entwicklung bereits ist und dass es auch, was ich sagte, Teil einer Entwicklung ist, die wir nennen wir aktuell Industrie 4.0 oder Digitalisierung der Industrie. Es gibt die sogenannten Kondratjew-Zyklen. Mhm. Das heißt also, wenn man die Industrialisierung sich mal anschaut, der letzten 250 Jahre etwa, dann kann man immer sehen, dass bestimmte Innovationen, bestimmte Zyklen hervorgebracht haben. Also dass zum Beispiel die Dampfmaschine, die Eisenbahn, die waren immer so eine leidtragende, also nicht mit D, sondern mit T geschrieben, Innovation, die also in dem Moment der Gesellschaft einen Innovationsschub gebracht hat. Dass die Märkte konnten wachsen, sich ausdehnen, bis eine bestimmte Sättigung eingetreten ist. Und dann gab es entweder einen Krieg oder eine Revolution oder eben eine neue Erfindung, die dann wiederum die nächste Stufe eingeleitet hat. Und so können wir auch sehen, dass sich in diesem Zeitalter der technischen Innovationszyklen sich auch parallel die Medizin entwickelt hat. Und die heutige Medizin hat immer noch die gleiche Denkweise auch, nämlich diese Maschinendenkweise. Der Mensch ist eine hochkomplexe biochemische Maschine und ich muss einfach nur von außen ein bisschen Tuning und ein bisschen ausbessern oder Teile austauschen und dann würde er entsprechend gesund sein. Ja, das heißt, diese Reparaturmentalität haben wir noch sehr stark und der Transhumanismus ist die Spitze des Ganzen. Ja. Ja, Maschinenbauingenieure, Deutschland, ne, ist ja auch definitiv ein Teil unserer Kultur. Und ist es, ja. Das kriegen wir auch nicht so leicht wieder raus. Aber man muss trotzdem erstmal verstehen, wie die Entwicklung momentan ist. Also wir haben 5 Zyklen lang, kann man sagen, haben wir uns eigentlich nur um die Technik gekümmert und uns als Menschen vernachlässigt. Und heute stehen wir an einem Scheideweg, wo es jetzt für uns grob gesagt 2 Richtungen gibt. Entweder machen wir technologisch weiter, nur das ist für die Biologie, für den Menschen das Leben letztendlich eine Sackgasse oder der Untergang. Also ich sage es immer, die transhumanistische Hölle auf Erden. Mhm. Ja. Oder wir besinnen uns und stellen ab jetzt den Menschen, den biologischen Menschen mit seinen biologischen Grundbedürfnissen wieder in den Mittelpunkt und eben nicht die Technologie, wie wir es bis dato gemacht haben. Würdest du die Technologie trotz allem dann sozusagen als Satelliten drumherum bauen zur Unterstützung? Oder wäre das für dich eher die Richtung, dass man komplett
das aus der Psyche heraus macht oder aus der... Das wird so schnell gar nicht gehen. Also die Technologie sollte dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Und momentan ist es eher so, dass der Mensch sich von der Technik abhängig gemacht hat, ja, dadurch seine ganzen Fähigkeiten und Fertigkeiten eingebüßt hat. Das muss man ganz klar sagen. Das sehen wir schon bei jungen Menschen, bei den Kindern, wenn die in der digitalen Welt unterwegs sind. Ja, also es ist gruselig, gruselig. Die Art, wie wir mit Technik umgehen, die muss sich ändern. Beziehungsweise, das hängt mit unserem Bewusstsein zusammen. Wenn wir erkennen, dass die Technologie uns eigentlich nicht gut tut, die meisten können ja nicht so denken, dass sie sehen, okay, diese Entwicklung führt letztendlich in 10 Jahren dahin. Aber das ist notwendig, dass wir mal so solche Gedanken zulassen, dass wir sehen, okay, wohin führt denn das, wenn wir uns jetzt komplett dem Transhumanismus hingeben und immer nur Yippie schreien und alles tolle, fortschrittliche, digitale wird angenommen, dann wird das dahin führen, dass die Biologie degeneriert. Die Technologie wird nach und nach in den Körper implantiert werden. Das ist ein Trend, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil das ist keine Fantasie, das sind reale Gefahren, aber auch reale Agenden, die von den Großkonzernen praktiziert werden. Die investieren Milliardenbeträge momentan da rein. Und dann wird die Biologie mit der Technologie verschmelzt. Das ist das Ziel, ganz klar, weil physische Unsterblichkeit angestrebt wird. Oder aber wir sagen uns, wir setzen den Menschen in den Mittelpunkt. Ich rede von einer kosmobiologischen Entwicklung, wo also der Mensch sich wieder seiner wirklichen Bedeutung, seines Wesens bewusst wird, seiner Seele, seines wahren Wesenskerns und sich aber auch dann mit dem Kosmos wieder verbindet in seinem Bewusstsein und auch versteht, welche Aufgabe und Rolle der Mensch im Kosmos hat. So ist es ja momentan erst ein Spielball letztendlich der technologischen Entwicklungen und fügt sich einfach nur passiv. Wer bringt uns dieses Denken, dieses Fühlen bei? Wo können wir das lernen? Naja, ich meine, es gibt immer noch Menschen, die, sag ich mal, dieses Bewusstsein haben, die auch in dieser verrückten Zeit, in diesem dunklen Zeitalter, ist es ja tatsächlich, das ist ja ein okkultes Zeitalter, in dem wir uns bewegen, die haben dieses Wissen bewahrt und diese Menschen treten ja auch in die Öffentlichkeit. Oder zumindest über Stellvertreter bringen sie dieses Wissen auch wieder zurück. Das heißt, wen es interessiert, wer wirklich da auch innere Resonanzen hat, der kann sich mit diesen Dingen beschäftigen. Es ist ja so viel Information mittlerweile da, auch im Bewusstseinsbereich. Natürlich gibt es da auch ein paar Sackgassen, keine Frage. Also es ist nicht alles immer rosa-rot und schön, was da alternativ präsentiert wird. Aber es dient ja auch der Unterscheidungsfähigkeit. Also wir lernen damit auch im Grunde zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Und das ist Training. Und das ist das, was wir lernen. Und auch diese Entscheidung, gehe ich in die biologische Entwicklung, gehe ich in die technologische Entwicklung oder kombiniere ich das Ganze momentan? Wahrscheinlich ist es sinnvoll, es zu kombinieren, weil wir gar nicht einfach, wenn wir sagen, komplett Technik null, weg, dann wären wir wahrscheinlich, hätten wir ein Problem. Also die Abhängigkeit ist einfach zu groß aktuell noch. Eben diese Geschichte mit Microchip implantieren am Gehirn und so weiter, das wäre für mich so eine Sache, die ist unvorstellbar und würde nicht in Frage kommen. Aber ich habe auch Leute schon erlebt, auf dem Gang, die das Thema angerissen haben oder es war sogar im Unterricht. Mhm. Die haben, wow, cool, super, finde ich toll. Wo ich, wow, da die Diskrepanz ist enorm. Also wir werden wahrscheinlich verschiedene Lager haben. Viele haben sich schon entschieden. Ja. Und wir beide und vielleicht auch viele unserer Zuschauer sagen, wir gehen einen anderen Weg. Darum geht es auch. Also ich sag mal so, es ist ja eine Angebotsseite und es läuft über Verführung. Und natürlich auch in mancher Hinsicht muss man sagen, einfach ein Informationsdefizit. Also wenn die Menschen wirklich wüssten, wohin das führen kann. Und es nicht immer gleich so abtun und nach dem Motto, ach eh, alles eine Verschwörung, diese typischen Klischees oder Etiketten, die sie dann immer von sich geben. Wenn sie wirklich mal zuließen, wo würde es hinführen? Wir gehen diesen Weg mal einfach mal logisch weiter und was heißt das? Ich glaube, dann würden einige ganz schön geschockt sein. Vor allen Dingen deine freie Entscheidung, wenn überhaupt noch eine gibt, ja, vorhanden ist. Weil wir sind ja eh schon alle durchmanipuliert und durcherzogen. Und Thema freie Entscheidung, freier Wille, ich glaube, da haben wir alle noch dran zu arbeiten. Genau. Du bist da wahrscheinlich schon ein bisschen weiter. Genau, wir haben... Wenn wir jetzt diese Entwicklung uns anschauen, also diese 5 Technikzyklen, das kann man noch ein bisschen vereinfachter sagen, indem wir uns jetzt im Grunde in der 4. industriellen Revolution befinden. Kannst du dir mal zeigen, weil dann nochmal klar wird, was hier läuft. Es ist eine weltweite Digitalisierung, die abläuft in allen Bereichen. Es betrifft ja nicht nur die Medizin. Die Medizin ist ein Teilbereich davon. Vielleicht auch einer der wichtigsten, weil es ja hier um den Menschen geht. Und diejenigen, die auch gerne die Technologie an die Menschen heranbringen möchten oder in die Menschen, in die Körper reinbringen möchten, haben natürlich auch ihre Vorstellung, was sie damit erreichen möchten. Wenn wir uns das angucken, also ausgehend letztendlich von der Fabrikarbeit, das heißt, wo also überhaupt erstmal Maschinenkraft benutzt wurde, um einfach die Produktivität zu erhöhen, dann über das Thema Massenproduktion, dann letztendlich IT, also Automatisierung. Und jetzt haben wir den Punkt, wo wir letztendlich alles miteinander verknüpfen können. Also die Infrastruktur ist ja da, Internet der Dinge, die Sensoren werden immer günstiger, also die Produktion ist immer günstiger, Chips sind immer günstiger. Ja.
Und jetzt kann alles miteinander verbunden werden. So. Und das ist die Infrastruktur, die wir brauchen, um eben diese Digitalisierung der Industrie, wie wir sie weltweit haben, zu bewerkstelligen. Und natürlich gehört dann nicht nur die Maschinen dazu, sondern eben auch der Mensch. Auch der Mensch soll an dieses Internet der Dinge in irgendeiner Art und Weise angeschlossen werden. Ja, der Mensch an sich oder die Menschheit im Großen und Ganzen wird ja auch überflüssig mit der Zeit. Weil du kannst ja auch extrem viel dann automatisieren. Du kannst ja die Ernte, du kannst dir deine... Das stimmt. Und also für was braucht dann, sagen wir mal, die Elite überhaupt noch die Bevölkerung? Also das Thema ist ja dann quasi durch. Ja. Und die Roboter, die wir halt wieder mal in der Öffentlichkeit sehen, Boston Dynamics zum Beispiel, ja, das ist ja wahrscheinlich auch nur der Stand vor 10, 15, 20 Jahren. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, ich mir auch gedacht, okay, wann hat das Ding zum ersten Mal eine Knarre in der Hand? Ja? Und jetzt erst vor kurzem kam dann das Video mit dem Roboterhund, der eben ein Maschinengewehr auf dem Rücken montiert hat. Ne? Also ist klar, wo es hingeht. Deswegen, also das ist sicherlich der Technologiestand vor 10, 20 Jahren. Und wenn man wissen will, wo sie wirklich stehen, muss man sich einfach die aktuellen Spielfilme anschauen. Weil diese Filme sind Soft-Disclosure-Projekte. Das ist nicht nur Unterhaltung und ein bisschen Blabla. Nein, die zeigen uns, wo sie sind. Die zeigen auch, wo bestimmte Agenten hingehen sollen. Das zeigen sie uns. Ist es das Vorbereiten auf das, was kommt? Oder ist es Arroganz? Das ist Programmierung. Programmierung. Das ist Programmierung. Wenn viele Menschen sich das anschauen, dann ist es sozusagen als Bild schon installiert. Und der Mensch ist kreativ, er schafft. Er schafft. Ja. Ja? Und das ko-kreative Bewusstsein der Menschheit wird über diese Filme programmiert. Ja, also man kann damit Katastrophenereignisse programmieren, man kann damit Weltuntergang programmieren, je nachdem, was man vorhat. Man kann aber auch die Technologie langsam, also die Menschen langsam an diese wirkliche Hochtechnologie heranführen. Dem aufmerksamen Zuschauer ist ja auch die Verbindung zwischen CIA und Hollywood bekannt. Ne? Also wenn man sich damit beschäftigt. Ja. Das ist wahr. Ja, schauen wir uns mal an, was jetzt diese vierte industrielle Revolution tatsächlich jetzt so, ich sag mal, im Kern ausmacht. Also, sind wir da am Anfang gerade? Na, wir sind schon eigentlich mittendrin. Okay. Ja? Und das Problem ist, die Entwicklung geht exponentiell, weil die Infrastruktur, oder sag mal so, in der Medizin haben wir das Problem gehabt, lange Jahre, dass uns die Rechenkapazitäten einfach gefehlt haben, um zum Beispiel diese ganze Sequenzierung zu machen. Das hat ja das erste Mal, wo das gemacht wurde, hat ja über 10 Jahre gedauert. Kannst du vielleicht kurz erklären, was Sequenzierung ist? Also, wenn es um den genetischen Code geht. Das heißt also, dieses Human Genome Projekt, das mit dem Greg Venter, was ich glaube in den 90er Jahren ging das ja los, die haben über 10 Jahre gebraucht, um das erste Mal das komplette Genom, diese Abfolge dieser Basen, zu sequenzieren. Also die Reihenfolge. Es waren ja über 3 Milliarden Basenpaare. So. Das hat sehr lange gedauert. Ja. Mittlerweile können das Computer innerhalb von Stunden machen. Echt jetzt? So. Ja. Und es kostet eben nicht mehr, damals glaube ich ein paar Milliarden, jetzt kostet es $200-300. Und dann kann man daran sehen, hat er irgendwelche genetischen Defekte? Also man möchte gerne Profile erstellen natürlich auch. Also das ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, Profile, um vermeintliche Erbkrankheiten oder irgendwelche Risikoprofile zu erstellen, wo man sagen könnte, du könntest das Risiko haben für die XY-Krankheit. Ja. Man muss natürlich dazu sagen, bei dem Genom, das ist natürlich ein Thema jetzt für sich, da werden ja ungefähr nur vielleicht 3% kodiert ja wirklich den Körper. Der Rest ist ja vermeintliche Junk-DNA, aber das ist ja die Idee. Ja. Also die DNS ist ja letztendlich eine Art von Sende- und Empfangseinrichtung. Ja. Das ist, also es ist, und es ist einer der stabilsten Datenspeicher, die es überhaupt gibt. Ja. Also man plant ja gerade auch wirklich die DNS als Datenspeicher zu verwenden, weil die Informationsdichte, die dort gespeichert werden kann, ist gigantisch. Also das ist unvorstellbar. Da können die Festplatten, die wir heute haben, nicht mithalten. Keine davon. Und vor allen Dingen, wie klein das ist. Ja, also ohne Frage. Wie klein das ist. Und man kann es ja mittlerweile auch künstlich herstellen. Also diese Basen oder diese Abfolge, das geht ja. Das ist ja kein Problem. Was wollen die denn mit dem Genom anstellen? Was ist, oder die Profile, die du erwähnt hast? Naja, wer Profile hat, oh, da gehen wir jetzt ein ganz... Ja? Gehen wir da zu tief in eine Rabbit Hole, oder? Ja, ich würde sagen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das können wir vielleicht nochmal gesondert machen. Okay. Das ist wirklich gruselig, ja, was möglich ist. Kann man Verhalten dadurch eventuell, ob jemand leicht beeinflussbar ist oder Charakterzüge vielleicht sogar ein bisschen, ja, aber klar. Tendenzen wahrscheinlich. Klar. Ich meine, das, was du in der Konstitution eines Menschen siehst, ist ja letztendlich genetisch abgelegt. Also die Konstitution eines Menschen bestimmt ja auch in gewisser Weise, welche Disposition er für bestimmte Krankheitsbilder hat oder die Neigung eben hat, auch wie seine psychische Verfassung ist. Ja? Also das kann man aber aus meiner Sicht auch viel einfacher haben. Man muss sich ja nur mal mit Ayurveda beschäftigen, Konstitutionslehren. Ja? Mhm. Und überhaupt die verschiedenen Typenlehren, die es da gibt. Da gibt es ja alles schon. Ja?
Und das ist nochmal noch mal schärfer. Also es ist ja nicht nur wirklich, das ist der gläserne Mensch, wenn man so möchte. Total gläsernd. Ja. Und, aber wenn wir jetzt nochmal das große Bild skizzieren, also die industrielle Revolution beinhaltet ja nicht nur die Medizin, sondern hier geht es auch um das Thema selbstfahrende Autos, Robotik, 3D-Druck, hatte ich schon gesagt, aber auch die Entwicklung komplett neuer Materialien. Mhm. Und unser Selbstverständnis. Weil wir sind ja jetzt, muss man vielleicht so sagen, wir leben ja momentan in einer nicht menschengerechten, artgerechten Umgebung. Wir haben uns also in den letzten 200 Jahren eine Umwelt erschaffen, für die wir uns aufgrund unserer Biologie nicht angepasst sind. Also die Anpassung der Biologie an das, was wir heute hier haben, ist zu langsam. Also die, oder andersrum gesagt, die Entwicklung der Umweltveränderung ist zu schnell. Mhm. Ja, wir würden uns irgendwann anpassen, aber das müsste langsamer gehen. Jetzt haben wir das Problem, dass das aber exponentiell geht. Also die Technik, die Technologie, die digitale Technologie wird unseren Alltag überschwemmen, überall. Mhm. Ja, in Bereichen, wo man erstmal gar nicht dran denken würde. Und das sorgt also dafür, dass wir tatsächlich auch unsere eigene Identität und entsprechende Fragen in Frage stellen müssen, beziehungsweise überhaupt uns mal fragen, wer sind wir eigentlich? Das heißt, das Thema Privatsphäre, die Vorstellung von Eigentum. Ja, also wissen wir alle, was Herr Schwab mal gesagt hat, ne, in 10 Jahren sind wir alle eigentumslos und glücklich und solche Sachen. Das hängt damit zusammen. Das Konsumverhalten, wie wir arbeiten in Zukunft, wie wir Freizeit gestalten, Work-Life-Balance, diese ganzen Geschichten hängen damit zusammen. Weil die Produktionsprozesse, die sind automatisierbar zum größten Teil. Das heißt, viele Menschen werden freigesetzt auf dem Arbeitsmarkt, weil deren Berufe einfach in den nächsten 3, 4, 5 Jahren verschwinden werden. So. Und das ist natürlich gesamtgesellschaftlich ein Riesenthema. Weil was machst du mit diesen Menschen, die jetzt plötzlich nicht mehr produktiv tätig sind? Die musst du ja irgendwie auch beschäftigen oder was auch immer. Ja. Ja? Und das muss man auch sehen. Also diese Automatisierung setzt uns zwar frei, man könnte sagen, die Menschen haben jetzt Zeit für ihre geistig-spirituelle Entwicklung, aber ich glaube, die wenigsten werden so eingestellt sein und das so nutzen, diese Möglichkeit. Und das sind aber Fragen, die wir uns tatsächlich stellen müssen, weil die Art, wie wir bisher gelebt haben, wird durch diese Digitalisierung komplett verändert. Auch die Art, wie wir in Beziehung miteinander treten, ja, oder wie wir Gesundheit betrachten. Ja, wenn wir merken, okay, wir können uns ein Designer-Baby bestellen bei irgendeiner entsprechenden Firma. Oder wenn irgendwas ist, können wir das schnell austauschen. Organ ist, was weiß ich, durch Alkoholkonsum kaputt. Naja, dann kriegst du eine neue Leber, kein Problem, aus dem 3D-Drucker. Aber das ändert ja nichts an der Denkweise desjenigen. Das heißt, wir werden in eine ganz bestimmte Richtung verführt, könnte man sagen, die uns aber immer unbewusster werden lässt. So, findet dann aktuell auch ein ganz brutaler, ich sage echt bewusst brutaler, eine Aussiebung statt, gerade der Menschen, die vielleicht das Ganze, sagen wir mal, blind vertrauen und denen einfach mitlaufen, ja, im Gegensatz zu Menschen, die dann sagen, Moment mal, was passiert hier gerade eigentlich mit uns? Sehen wir doch, natürlich, ganz klar. Also ich schätze mal 80%, die würden Yippie-Yay schreien auf diese ganzen neuen Entwicklungen, die sehen das nicht kritisch, die sagen, was sollt ihr denn, ist alles gut. Das Problem ist, unser Gehirn ist nicht gewohnt, exponentielle Entwicklungen abzuschätzen. Mhm. Und die wirklichen Hardcore-Transhumanisten sagen ja auch, wir werden bald an einen Punkt kommen, wo die technologische Entwicklung so schnell ist, also die reden von einem, die nennen das die Singularität. Ja, und einer der Führenden ist ja dieser Ray Kurzweil aus Kalifornien. Mhm. Der hat auch lange Zeit bei Google gearbeitet und der prognostiziert ab, glaube ich, 2045 einen Zeitpunkt, wo die Entwicklung der Technologie und der Maschinen und der Computertechnologie so weit fortgeschritten ist, dass sie die menschliche Intelligenz um ein Vielfaches übersteigt. Und dann ist eine Entwicklung danach, die wir nicht mehr abschätzen können. Das heißt, wir können das nicht mehr vorhersagen. Und er redet von einer Singularität, also sozusagen eine komplette Neuausrichtung an dem Punkt. Das kann eine gefährliche Entwicklung sein. Ja? Also wenn man überlegt, wo das hingehen kann. Wenn jetzt am Ende vielleicht sogar Governance 2.0 oder 4.0, wie man es nennen möchte, kommt, also dass nachher eine digitale KI Verwaltungs- und Regierungsaufgaben übernimmt, weil die ja vermeintlich neutral und nicht parteiisch und bla 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 ist, ja, dann haben wir es nicht begriffen. Dann haben wir es wirklich nicht begriffen. Wir haben die Warnzeichen nicht verstanden, die immer wieder uns gegeben wurden. Und leider sind viele Menschen sehr unkritisch und nehmen diese Technik immer nur als Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. Und sie merken nicht, dass sie sich damit von sich selbst immer mehr fortschreiten. Das ist ja das Problem. Ich meine, selbst so jemand, den man doch kritisch sehen muss, wie Elon Musk, warnt ja vor künstlicher Intelligenz. Richtig, ne? Also, richtig. Man merkt ja auch, es gibt viele verschiedene Lager. Ne? Also es ist nicht immer so leicht, aber vielleicht am Ende ist es dann doch ein Puppenspieler, oder? Vielleicht. Aber ich sehe das immer so, es ist wie eine Angebotsseite und es gibt eine Nachfrage.
Und das Problem ist, wenn die Nachfragenden, also die, ich sag mal, die Konsumenten schlecht informiert sind, einseitig informiert sind, desinformiert sind, belogen wurden, dann ist das keine wirkliche freie Auswahl. Ja? Wenn man ihnen nicht die Gefahren aufzeigt, die auch mit der ganzen Mobilfunktechnologie zusammenhängen, dass diese ganzen Frequenzen, die jetzt in den 5G-Standard integriert sind, die auch mit Zellfrequenzen wechselwirken können, wenn man uns das nicht erzählt, weil uns natürlich nicht erzählt wird, dass der Körper biophysikalisch und nicht biochemisch funktioniert. Auch die ganzen Therapeuten, Ärzte wissen das nicht, weil die denken immer noch biochemisch, 19. Jahrhundert. Das ist das Dilemma. Wir haben es hier aber mit biophysikalischen Wechselwirkungen zu tun. Also ich habe da auch schon Senatsanhörungen in den USA gehört. Da wurden dann auch die Mobilfunknetzbetreiber wurden eingeladen. Und da wurden die vom Richter gefragt, beziehungsweise vom Senator dann gefragt, was habt ihr denn für Untersuchungen gemacht, wie sich der Mobilfunk auf dich auswirkt, auf den Menschen? Und da war die Antwort, wir haben keine Notwendigkeit gesehen, Forschung da. Warum? Ja. Also. Das ist alles bekannt natürlich. Wenn man sich damit wirklich beschäftigt, es ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich, was wir hier haben. Es gibt ja auch Strahlenwaffen. Die gibt es schon sehr lange, ja. Na klar. Und es gibt in der Medizin ein Syndrom, es nennt sich Mikrowellensyndrom, ist auch seit den 1930er, 40er Jahren bekannt. Das war damals nur, ich sag mal, für die Militärangehörigen von Relevanz, die an irgendwelchen Radaranlagen gearbeitet haben. Mittlerweile ist es ein Massenphänomen, weil der Feldversuch natürlich auf die gesamte Bevölkerung übertragen wurde. Das heißt, wir haben alle jetzt irgendwo Mikrowellenwaffen in der Hosentasche und sind diesen Dingen tagtäglich ausgesetzt. Ja, und darüber ist wirklich aufgeklärt. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und viele Menschen haben Befindlichkeitsstörungen, Symptome, wo man nicht so recht weiß, wo kommt es her. Sie sind müde, matt, ausgebrannt, energielos. Ja. Und die Frage ist, wo kommt das her? Ja. Etwas Gravierendes hat sich seit, sagen wir mal, 60, 70 Jahren verändert. Das ist diese elektromagnetische Umwelt, in der wir uns befinden. Und jeder hat einen WLAN-Router zu Hause plus ein Handy. Ja, zum Beispiel. Ja. Wir können uns mal einen IT-Konzern, nämlich den bekanntesten Google, rausgreifen. Sehr, sehr gerne. Google, kann man alles nachlesen, das ist kein Geheimnis. Ja. Google hat ein ganz klares Ziel, wo sie hinwollen, ja, die Entwicklungsphasen. Ja. Die meisten kennen Google nur als eben die Nummer 1 Suchmaschine. Ja. Aber das ist nur das Unwichtigste davon. Ja. Ja. Die haben Entwicklungen, da geht es um das Thema Gedächtnisergänzung. Es geht um das Thema ergänzte Wirklichkeit, beziehungsweise dieses Augmented Virtuality, also dieses ganze virtuelle oder verstärkte Realität mit diesem Google Glass und Lens. Aber sie arbeiten eben ganz massiv am Thema Robotik und KI, künstliche Intelligenz. Letztendlich das, was wir schon in den ganzen Google-Algorithmen sehen, ist ja schon eine KI, ja, oder sind KIs, also diese Algorithmen, die sind ja lernfähig. Ja. Es geht hier also auch um das Thema Deep Learning, also maschinelles Lernen, dass man also Algorithmen programmiert hat, die in der Lage sind, sich selbst zu verändern. Also die lernen selbstständig und verändern sich und verbessern sich. Und zwar so, dass die Programmierer hinterher auch nicht mehr wissen, warum, wieso, weshalb. Also es entwickelt Eigentendenzen, Eigendynamiken, die wir gar nicht abschätzen können. Wir spielen da mit dem Feuer. Also das ist wirklich so, das sind wie kleine Kinder, die nur neugierig sind, aber die merken gar nicht, welche Gefahren am Horizont auftauchen. Und Google hat in den letzten Jahren sehr viele Biotech-Startups aufgekauft oder finanziell unterstützt oder eben auch Robotikhersteller aufgekauft. Das wissen die meisten auch nicht. Ja? Die sind ganz massiv in diesem Robotik-Nanotechnologie-, Biotechnologie-Bereich investiert und natürlich auch in einer zukünftigen Medizin damit. Weil die hoffen sich natürlich auch, einen Billionenmarkt hier zu erschließen. Und die haben die Daten. Ja. Und Google, die Anfangsphase, die wurden ja von einem Investmentarm der DARPA wurden sie ja finanziert und großgezogen. Also daher. Man könnte sagen, letztendlich ist es auch ein militärisches Projekt. Mhm. Ja. Also letztendlich jedes große Konzern, man denkt ja immer, ja, da war einer, der hat dann eine Garage gehabt und eine gute Idee und so weiter. Das sind halt die Märchen, die man uns erzählt. Natürlich ist das niemals so. Ja. Weil letztendlich die das hochbringen durch Investitionen, sind diejenigen, die den Ton angeben. So. Und das kann man ja alles nachrecherchieren, das müssen wir jetzt hier nicht machen. Ja. Aber es sollte jedem klar sein, dass diese Großkonzerne, also man sagt ja auch die vier apokalyptischen Reiter, ich glaube Google, Apple, Amazon und Facebook. Ja. Guckt man sich mal an, die Gründungsgeschichten, was dahinter steht, dann findet man immer die gleichen. Ja. Und vor allen Dingen, Jeff Bezos war auch Member vom World Economic Forum. Ne? Also Wahnsinn. Oder ist es noch? Ne? Ja. Aber wo will Google hin? Am Ende geht es letztendlich darum, auch den Sieg über den physischen Tod. Das heißt, die arbeiten an der Entwicklung eines künstlichen Gehirns, muss man sich mal vorstellen. Und letztendlich daran, dass man auch das Bewusstsein, also was gehirngeneriert ist, sozusagen auf ein künstliches, ein Avatar übertragen kann. Also quasi hochladen kann in einer Art von Cloud. Hört sich völlig verrückt an, aber den Menschen ist nicht klar, wo die Technologie bereits schon ist. Ist ja noch längst nicht das, was uns offiziell erzählt wird. Die ist schon wesentlich weiter. Ja. So. Deswegen sind diese Entwicklungen in den nächsten paar Jahren sehr realistisch.
Man könnte auch sagen, die Technologie ist schon existent, nur jetzt wird geguckt, wie man sie uns salamimäßig Schritt für Schritt einfach jetzt näher bringen kann und so nach und nach natürlich auch dabei Geld verdient. Klar, dass man also ja nicht das iPhone 20 jetzt rausbringt, sondern erstmal 14, dann 14.2, 14, was weiß ich, dann 15 und so hat man immer noch ein bisschen Zeit, ne? Und das sind die Entwicklungen, die wir sehen können. Ja? Und auch Google, die tun sich auch schon mit den Pharmakonzernen zusammen und gründen also neue Startups mit dem Ziel, tatsächlich Dominanz in der jeweiligen Nische zu erzielen. Also in der Biotechnologie, wo es um das Thema Biochips oder Implantate geht. Das sagen die. Was ich erzähle, ist kein Geheimwissen. Wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, gibt Spiegel-Bestseller, die genau das schreiben. Ich glaube, das eine Buch heißt, was Google wirklich will. Lest das mal. Da steht das alles drin. So. Und das ist eine Entwicklung, das ist 10 Jahre sind sehr greifbar. Das ist nicht irgendwie erst in 100 Jahren, sondern in 10 Jahren. Warum? Weil die Entwicklung jetzt exponentiell geht. Und das ist ja die Gefahr. Das geht wesentlich schneller, als wir uns das vorstellen können. Ne? Und man hat jetzt 15, 20 Jahre, lief das alles so ein bisschen nebenher. Und das ist auch eine Gefahr, die die meisten nicht erkennen. Wir haben eine Entwicklung in der Medizin gehabt, wir haben eine Entwicklung in der Computerentwicklung gehabt, wir haben eine Entwicklung in den Software-Geschichten gehabt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo alles zusammenfließt. Und dadurch beschleunigt sich das gegenseitig. Und das konnte man vorher nicht abschätzen. Ja, die haben definitiv ein paar Gänge hochgeschaltet auch. Ja. Aber erst durch diese Synthese dieser verschiedenen zuvor parallel gelaufenen Entwicklungsstränge konnte sich das aufschaukeln. Jetzt können die Dinge auch ineinander greifen und können richtig ihre Wirkung entfalten. Ja, ne? Das ist das. Das Ziel ist, hast du ja auch schon erwähnt, der Transhumanismus. Ja. Der hat ja auch, hast du das mal für uns zusammengestellt, verschiedene Stufen. Auch wieder kann man alles nachrecherchieren. Im Grunde ist es ja sehr offensichtlich. Man braucht ja nur mal ein bisschen logisch denken. Die erste Stufe haben wir alle schon mehr oder weniger durch. Das ist quasi, dass das Smartphone unser alltäglicher Begleiter ist. Das heißt also, wir kuscheln mit der Technik. Wir bringen sie sehr eng an unseren Körper irgendwo. Ja. Dann eben auch diese für Biohacking, diese Selbstvermesser, also irgendwelche Sensoren, Ringe, Stirnbänder, Smartwatches, was weiß ich. Alles, was so ein bisschen biometrische Daten aufzeichnen kann. Haben wir uns alle schon dran gewöhnt. Haben wir jetzt die letzten so 14 Jahre etwa, seitdem das Smartphone eingeführt wurde. So, nächste Stufe wäre dann, bringe Technologie in den Körper. Also was weiß ich, dieses Smart Tattoo und was nicht alles da alles schon gibt. Ja? Das ist also sozusagen die nächste Stufe, dass wir also in irgendeiner Art und Weise Chips oder Nanotechnologie unter die Haut bringen. So, da werden die meisten sagen, will ich nicht. Aber die meisten haben bereits Nanotechnologie unter ihrer Haut weltweit. Das ist ja das Verrückte. Das wurde uns aber nicht erzählt, dass es so ist. Ja, das ist ja das Gefährliche. Das heißt, es entsteht gerade, das merken ja die meisten, oder merken es eher nicht, eigentlich eine neue Art von Menschheit. Nennen wir es mal Menschheit 2.0. Und zwar die, die mit der digitalen Infrastruktur jetzt verknüpft wird. Und die wissen das noch gar nicht, weil ihnen das ja nicht so vermittelt wurde. Überraschung, ja. So, und dann kommt die Stufe 3, der neue Mensch 2.0, besteht dann irgendwann, das ist dann die nächste Stufe, aus gleichen Teilen biologischen und technologischen Anteilen. Und irgendwann geht es dann dahin, wo sie hinwollen, letztendlich die Übertragung oder Verpflanzung eines organischen Gehirns auf einen Cyborg-Körper. Hört sich auch wieder Science-Fiction an. Guckt euch die Filme an, guckt euch Robocop an. Das ist ja schon das erste Beispiel. Ja. Anfang der 90er Jahre gab es das schon, Robocop. Ja. Ja? Ziel heißt Unsterblichkeit, klar, physische Unsterblichkeit. Aber das ist noch nicht das Letzte. Am Ende soll es nachher so sein, dass auch der Körper austauschbar ist, wie ein Avatar. Dass also das Bewusstsein hochgeladen werden kann und dann wieder auf beliebige Körper übertragen werden kann. Haben wir in dem Film Avatar schon gesehen, wie das geht. Die Filme zeigen uns, was sie wollen, wo es hingehen soll. Das ist keine Unterhaltung, das ist Programmierung und Richtungsgebung. Oder man sagt ja Predictive Programming. Ja. Ja, und das ist den meisten leider nicht klar. Die finden das nur cool, schön, ja, wie kleine Kinder, sind da so ein bisschen so fasziniert von, aber sie sehen nicht, wo es hingehen wird. Und sie sehen auch nicht, wie es uns verkauft wird. Also es wird uns nicht verkauft, ihr kriegt jetzt alle Nanotechnologie unter die Haut, sondern es wird uns gesagt, da ist ein böses Virus. Um damit wir Normalität zurückbekommen, müssen wir da was tun. Müssen wir jetzt also, ne? Und das ist das, was wir gerade erleben dürfen. Ja, das ist ja das berühmte David Icke-Prinzip von den drei Stufen, die es gibt. Ja? Problem, Reaction, Solution-Prinzip, die drei Stufen. Ja. Und das funktioniert immer, solange man nicht versteht, wie es funktioniert. Ja, aber es ist so ein billiger Trick, aber die super gut gebildeten, vor allen Dingen die hoch, super toll ausgebildeten Universitären und was weiß ich was,
die sind irgendwo am leichtesten reinzulegen. Leider. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist de facto so. Aber wenn ich sehe, wie ein Medizinstudium abläuft, da wird das kritische Denken abtrainiert. Du musst ja nur das wiedergeben, was die in der Vorlesung erzählen und dann in der Prüfung wieder auskotzen, kannst du sagen, ohne dass du es mal hinterfragt hast. Ja. Und dann kommst du auch weiter, wenn du sagst, Moment, ich habe da was Neues herausgefunden, das kann so gar nicht sein, das ist alles überholt, wir müssen die Lehrbücher umschreiben, dann brauchst du nicht weiter studieren. Ja. In der Medizin oder in vielen Bereichen ändert sich das Wissen, vor allen Dingen wahrscheinlich in der Medizin, verändert sich das dann auch übers Aussterben. Ne? Also, dass dann stolze Professoren dazu bereit sind, anzuerkennen, dass sie vielleicht 20 Jahre was Falsches gelehrt haben, ist halt schon so wahrscheinlich ein Ego-Ding. Ne? Natürlich, klar. Also, ist nicht einfach. Schade eigentlich, gell? Wobei das in anderen Bereichen vielleicht, da sind die ein bisschen entspannter, flexibler, ich weiß es nicht, aber... Je nachdem, also es ist ja individuell, muss man es ja so betrachten. Aber tatsächlich ist es so, die Leute, die lange studiert haben und auch, ich sag mal, einen gewissen Status aufgebaut haben, einen Titel, die haben am meisten zu verlieren. Und das ist natürlich nicht einfach, sich das einzugestehen, klar. Aber für mich ist es Größe, wenn man dann trotzdem sagen kann, ich habe mich geirrt. Ja. Vor allen Dingen, das ist ja auch der ursprüngliche Gedanke des wissenschaftlichen Arbeitens. Ne? Ja, der ist ja schon lange. Okay. Ja, also die Wissenschaft, die gibt es ja nicht mehr in der Form. Ne? Vor allen Dingen, was mit der Grundlagenforschung passiert ist. Ne? So, wo man sagt, Auftragsforschung. Ja. Auftragsforschung. Drittmittel und du hast immer einen Beisitzen. Ja. Das ist das Dilemma. Die Wissenschaft ist schon lange nicht mehr frei. Und deswegen haben wir auch immer nur an die Industrievorgaben angelehnte Forschung. Nach dem Motto, wir wollen das haben, macht mal was dafür. Bringt mal Studien raus, damit wir das und das machen können. Weil die das Geld, ne? Also wessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Das ist einfach so der Geldgeber. Und das ist im Grunde auch eine Entwicklung, die massiv nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Einzug gehalten hat. Ja? Erst in den USA und später natürlich dann auch in der restlichen westlichen Welt. Und das sehen wir jetzt, die Einflüsse. Was wir in den letzten zwei Jahren sehen können, ist etwas, was über Jahrzehnte vorbereitet wurde. Es wäre sonst nicht möglich gegangen. Die Menschen wurden psychologisch umgeschult, kann man sagen. Und entsprechend die Infrastrukturen im Hintergrund wurden geschaffen, damit überhaupt sowas funktionieren kann. Also es ist ja wie ein Orchester gewesen. Ein Dirigent macht so und alle Regierungen mehr oder weniger weltweit regieren gleich. Ja. So, und jetzt kommt raus, die waren alle bei Klaus Schwab in der Schule zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja. Und vor allen Dingen auch viele Gesetze wurden schon Jahrzehnte vorher installiert. Ja. Ja. 2009 wurde beispielsweise in Deutschland die Definition einer Impfung geändert. Da ging es dann schon so weit, dass man auch den genetischen Eingriff als Impfung titulieren darf. Das fand ich das 2009 schon, wie vorausschauend. Wie vorausschauend, ne? Ja. Ja. Und da merkst du, die Technologie ist schon wesentlich weiter, als es und eben offiziell präsentiert wird. Und also man sollte das, was in Filmen gezeigt wird, anders sehen. Das ist wie eine Dokumentation, damit man sieht, was möglich ist bereits. Und dann sollte man sich auch die Frage stellen, wollen wir so leben? Also bei bestimmten Filmen, es gibt ja auch andere Filme, aber die uns hauptsächlich so Technologie zeigen, wo es immer nur um Krieg und KI und Robotik und Cyborgs und sowas geht, die zeigen uns, was eigentlich für bestimmte Gruppierungen eine Agenda ist, ganz klar. Es gibt natürlich noch andere Agenten, keine Frage, aber das ist eine Agenda, die zeigt sich immer deutlicher. Und es ist vielleicht vor vielen Jahren noch kaum vorstellbar gewesen, wie werden sie es tun, wie werden sie uns jetzt den Chip schmackhaft machen. Alle haben gedacht, da kommt ein Chip, so Reiskorn groß. Braucht man nicht, die Nanotechnologie ist wesentlich weiter. Du brauchst keinen Chip, das ist primitiv, das ist veraltete Technologie. Ja. Ja? Entsprechend kann man immer gleich sagen, das ist eine Verschwörungstheorie von wegen, da will uns einer einen Chip implantieren. Du brauchst den Chip nicht mehr, das geht viel einfacher. Weil die Technologie wesentlich weiter ist. Was willst du mit so einem reiskorngroßen Chip? Ja. Und das sind halt diese Entwicklungen, die wir hier haben und die auch für die Öffentlichkeit immer deutlicher werden. Und wenn wir uns mal, ich sag mal, abschließend anschauen, welche Gefahren tatsächlich KI hat, also künstliche Intelligenz. Ja. Es ist nicht einfach nur, dass da, ich sag mal, bestimmte Apparate besser gehen, schneller lernen können, sondern es führt dazu, und das können wir bei Kindern sehr gut sehen, dass Fähigkeiten erstmal nicht entwickelt werden, weil sie so früh mit dem Smartphone zu tun haben, bestimmte kognitive Fähigkeiten nicht entwickelt werden, motorische Fähigkeiten, räumliches Verständnis und so weiter, Gedächtnis und so weiter. Es entwickelt sich nicht so gut, jedenfalls für die Sachen, die vielleicht im Alltag wichtig wären. Ja. Und stattdessen nur diese pure Sucht von Technologie, Abhängigkeit und letztendlich viel rumsitzen, heißt ja auch körperliche Degeneration. Ja. Also, und wir sehen es ja auch, obwohl die Menschen einen extremen Bedarf nach Kommunikation haben. Wie ist diese Art von Kommunikation über Vermittlermedien, also digitale Medien, sprich oberflächlich ein paar Smileys, ein paar Emojis und ein bisschen, was weiß ich, irgendwie komische, wie auch immer geartete Sprachfetzen. Das ist ja heute nicht mehr richtige gepflegte deutsche Sprache, sondern irgendwas. Das ist dann sozusagen die Art, wie heute kommuniziert wird.
So. Und das ist gefährlich, finde ich. Weil die meisten können sich nicht vorstellen, was es bedeutet, diese Generation, die Z-Generation, die ja ab 2000 geboren ist, die mit den Smartphones groß geworden ist, die das nicht anders kennen. Ich kenne ja noch die Zeit, wo es kein Internet gab. Du ja, ja auch noch vielleicht, ja, ne? Aber die kennen das ja überhaupt nicht mehr. Die wissen auch gar nicht, wie war denn das, als es das noch nicht gab. Brutale Abhängigkeit, ne? Die geschaffen wird gerade. Ja, und es wird denen aber nicht so vermittelt. Die sind süchtig danach. Das ist eine Art von Sucht. Ja, früher waren die Leute cool, wenn sie geraucht haben. Heute sind sie cool, wenn sie das neueste Smartphone haben. Ja, das ist eine andere Art von Sucht und Abhängigkeit, die gerade entsteht. Und wir müssen den Gedanken nur 10 Jahre weiterdenken. Was kommen da für Kinder oder junge Erwachsene dann raus, die aus der Schule dann nachher kommen? Was bringen die mit? An Interessen, an Fähigkeiten, um vielleicht die Welt zu verändern, ja, oder überhaupt nicht, genau das Gegenteil. Einfach nur angepasst und ja und arm, weil sie einfach total diese Fähigkeiten, die sie hätten haben können, gar nicht entwickelt haben. Ja, und das sind für mich die gruseligen Entwicklungen, weil letztendlich auch durch diese ganze Digitalisierung, was überdominant bei uns wird, ist die Logik. Wo ist das Herz? Wo ist unser Gefühl? Das Empathische, das geht komplett weg. Was ich eingangs sagte, die Entmenschlichung der Medizin wird durch diese Digitalisierung weiter fortschreiten. So, das ist nicht schön, weil die Menschen brauchen andere Menschen. Der Mensch braucht Zuwendung eines Menschen, nicht einer Maschine oder eines Programms oder irgendwas, weil das kann ihm nicht diese Wärme und diese Mitmenschlichkeit vermitteln. Ja, das ist kalt, das ist tot dagegen im Grunde. Ne? Also du bist für mich auch so ein bisschen das Gegengewicht zum Klaus Schwab, muss ich sagen. Danke. Wir haben zwar noch nicht so die Reichweite, aber wir arbeiten dran. Ja, also wir sind für die Menschen da, die das auch erkennen, die das auch noch spüren, die vielleicht auch noch ein Gefühl haben und merken, oha, da ist irgendwas, was nicht so, wie soll ich sagen, harmlos ist an diesen Entwicklungen. Man kann sich ja auch an dich wenden, wenn man da weiter arbeiten möchte, ne? Also die Möglichkeit gibt es ja. Ja. Ja, also was haben wir schon gesagt? Totale Abhängigkeit der Menschen von Technologie, das sehen wir bei den Kindern, das ist für mich am gruseligsten, muss ich sagen. Und auch diese Spaltung der Menschheit. Wir haben dann Menschen, die dann irgendwann, wie gesagt, implantierte Sachen in sich haben. Das sind dann sozusagen Mensch 2.0. Und der biologische Mensch, der ist dann mehr oder weniger, wird dann minderwertig betrachtet. Oder ja, der ist unvollkommen, der ist ja anfällig für, was weiß ich, die und die Krankheit. Und hier kommen die Designermenschen, die sind ja perfekt und so weiter. Das heißt, wir haben hier auch eine Art von Diskriminierung, die wird sich auch zeigen. Also es ist ja auch so das Spiel von Herren und Sklaven, könnte man sagen. Oder du kriegst dann gar keinen Job mehr, wenn du nicht entsprechend gechippt bist und durch. Richtig. Ja, Filme gab es, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, es gab auch mal einen Film dazu mit Uma Thurman und Ethan Hawke. Da ging es auch um so einen Menschen, ich weiß gerade den Namen nicht. Da ging es genau um das, um diesen genetisch perfekten Menschen. Und er wollte aber in dieses Raumfahrtprogramm rein. Und da kam man aber nur rein, wenn man ihm diese perfekte Genetik mitgebracht hat. Und ja, hat da halt rumgetrickst und so weiter. Aber das zeigt, es war vor, glaube ich, 20 Jahren der Film. Mhm. Ja, und wir sehen es ja jetzt. Es wird in diese Richtung gehen. Es wird eine Diskriminierung der biologischen Menschen geben. Ja, und das ist schlimm. Also man fragt sich ja immer, wann lernt die Menschheit mal aus den ganzen vergangenen Geschehnissen? Ja? Weil Diskriminierung führt immer dazu, dass irgendwann Hass und Missgunst und Krieg und Zerstörung passiert. Ja? Naja, und vor allen Dingen, die Gefahr ist ja im Raum, wenn wir jetzt, also was ich sagte, Governance, glaube ich, 4.0 nennen sie es ja, oder 2.0, ich weiß es jetzt nicht, wenn jetzt in der Sünde KI-Algorithmen auch Regierung Verwaltungsaufgaben übernehmen, wo sie auch, sage ich mal, ja, Exekutivorder rausgeben können. Also sprich, wo die sagen, wir müssen es so machen und alle sagen nur ja und arm und machen es dann. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Wenn also die Gewalt oder das Recht oder sagen wir so, die Kompetenz, die der Mensch hat, ihm genommen wird oder er gibt sie freiwillig ab, so muss man es ja sagen, an einen Computer, an eine Software, an eine künstliche Intelligenz, kann man sich ja überlegen, wohin das führen könnte. Die ersten Jahre wird es gut gehen. Wir sehen es ja auch schon an der WHO, ne? Wie die WHO sozusagen als zentrale Machtstelle positioniert wird. Wenn dann ein Pandemiefall ausgerufen wird, warum auch immer. Ne? Wer will es nachvollziehen? Ich kann es nicht nachvollziehen, ob es jetzt so ist oder so. Alle glauben das, alle laufen dem nach. Und wie du auch beschrieben hast, machen dann die Checklisten. Ne? Die werden dann abgehakt und schon sind wir in der Pandemie. Super schnell. Und dann verlieren ja auch die Staaten ihre Souveränität in einer gewissen Art und Weise und müssen dann quasi diese Befehle befolgen. Und das ist doch schon Realität. Das ist schon Realität, genau. Und allerdings wollen wir natürlich mit Aufklärung dazu beitragen, dass wir das The Resistance, ja, dass wir da mündig werden, mündiger. Also wir sind ja irgendwo alle auf einer Reise. Und wie können wir uns da stärken?
Naja, das ist eine Frage aus meiner Sicht des Bewusstseins. Das heißt, erstmal sich dieser Gefahr bewusst sein, das meistens ist es ja nicht. Die gehen genau auf das ein, was das Marketing und das Angebot ihnen bietet. Oh, toll, neu. Kritischer werden, Unterscheidungsfähigkeit lernen, Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge. Wir leben in einer illusorischen Scheinwelt. Diese virtuelle Realität und Metaverse ist ja sozusagen der nächste Schritt. Irgendwann haben wir alle nur noch diese Brillen und leben in einem virtuellen Kosmos. Ist eine Scheinwelt. Das Verrückte ist nur, der Mensch ist derjenige, der diese Welt erschafft und nährt. Das heißt, diese virtuellen Realitäten oder auch diese ganze Agenda ist eigentlich von uns abhängig, wenn wir es mal erkennen würden. Und sie tut uns nicht gut. Sie tut unserer Menschlichkeit nicht gut. Und wer wirklich Mensch sein will, echter Mensch, also Körper, Geist und Seele, nicht nur Körper, weil die Transhumanisten favorisieren den Körper. Von der Seele haben die noch nie was gehört, weil die ja davon ausgehen, dass das physische Leben an den Körper gekoppelt ist. Und wenn der zerstört wird, dann sind sie weg. Also müssen sie alles tun, damit dieser physische Körper so lange wie möglich am Leben bleibt. So ist deren Grundvorstellung. So, dass wir aber im Kern schon unsterbliche Wesenheiten sind, das hat man uns irgendwie vorenthalten. Ja? Das heißt, es geht letztendlich, im Grunde kannst du sagen, geht es hier um eine Auseinandersetzung zwischen Seele, zwischen dem Selbst, dem wahren Kern und dem Ego. So. Das ist die Situation, die wir haben. Momentan haben wir noch eine sehr stark ego-lastige Gesellschaftsordnung. Die KI ist nur ein Ausdruck von den Ängsten des Egos zu sterben und der Versuch, es mit Technologie zu überbrücken. Das ist eigentlich, und Kontrolle auszuüben. Das hat auch was mit Angst zu tun. Also wenn man mal wirklich das bis auf den Grund runterbricht, geht es hier immer nur um Angst. Und aus der Angst heraus, also Angst vor der Zukunft, Angst vor der Unvorhersagbarkeit der Zukunft, entsteht ein Kontrollmechanismus, das uns wiederum also dem Ego Sicherheit gibt. Die Seele braucht das nicht. Die Seele kennt den Plan. Die Seele weiß, wer sie ist. Die Seele weiß, dass es auch einen übergeordneten Plan gibt, dass sie sicher ist, dass der Kosmos ein Raum ist, in dem Gesetze existieren. Das weiß das Ego aber nicht. Und im Grunde geht es jetzt darum, auch das Ego jetzt, sage ich mal, den Verstand, mal mit diesen Informationen so weit zu befähigen, kritischer zu werden. Und nicht nur blauäugig, ja und arm und dann dahin und alles so unkritisch anzunehmen, sondern wirklich zu lernen, zu differenzieren. Es ist wie in der Schule gerade. Wir werden gerade ja auch... Es ist ein Training. ...getrainiert, ja. Ich sage immer spirituelles Abhärtetraining. Ja. Es ist definitiv. Ja. Und das Klassenziel heißt hier ganz klar, unterscheide oder lerne zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Zwischen illusorischer Scheinwelt, und die KI gehört dazu, und dem echten Leben, dem echten Wesen, dem echten, was der Mensch auch wirklich ist. Ja. Und das dürfen wir gerade lernen. Und wir werden wirklich maximal in die Verführung geführt, aber der Mensch hat einen freien Willen und er kann immer wieder sich umentscheiden. Auch in vermeintlich ausweglosen Situationen kann er eine 180-Grad-Wendung machen und sagen, ich mache es jetzt anders. Das geht. Das heißt, wir haben ein paar viele Leute, die haben sich irgendwie anders entschieden und die müssen noch mal eine Ehrenrunde drehen. Und es gibt Seelen, die sind da schon ein bisschen weiter, haben schon ein bisschen mehr erlebt. Vielleicht, kann man vielleicht so sehen, ja. Aber letztendlich ist es ja immer eine Frage, jeder geht ja erstmal primär seinen eigenen Weg, hat natürlich auch seine Seelenfamilie um sich herum, ja, die auch einem hilft hier und da. Aber ich meine, ich sage immer, für jeden ist gesorgt. Ja, also man muss jetzt nicht irgendjemanden hinterher trauern oder ihm vorschreiben, was er zu machen hat. Er muss seinen Weg gehen, er muss seinen Entwicklungsweg gehen. Das ist natürlich manchmal nicht schön mit anzusehen, wenn du siehst, dass jemand einen Weg eingeschlagen hat, wo du schon siehst, wo es hingeht, weil du einfach vielleicht schon mehr Erfahrung mitbringst, ist es nicht schön mit anzusehen. Und trotzdem gehört es mit dazu, zu diesem Prozess. Ja, weil der freie Wille, man sagt das immer so lapidar daher, in solchen Situationen wirst du auch getestet, wie weit du auch das akzeptieren kannst, dass jemand anders sich anders entschieden hat. Auch wenn es aus deiner Familie ist, aus deinem nahen Umfeld, ja. Dann musst du das akzeptieren lernen. Das gehört auch mit dazu. Ja? Und wir werden deswegen momentan, kannst du sagen, wirklich durch den Fleischwolf gedreht. Ja, ist ein komisches Beispiel, aber es ist eine harte Zeit, definitiv. Aber es kristallisiert sich eben auch heraus, wo wir alle stehen, mehr oder weniger. Und aus welchem Holz wir gemacht sind. Das auch, ja. Ja. Aber anscheinend ist aus meiner Sicht das Bewusstsein, die Bewusstseinsausrichtung. Ja? Und das ist ja nur Futter für den Verstand, was wir jetzt hier so besprochen haben. Das soll ja einfach nur mal zeigen, es gibt auch noch eine andere Sichtweise auf dieses Thema der Digitalisierung und dass die Medizin hier quasi die Schlüsselrolle eingenommen hat, weil sie letztendlich das Gebiet ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht. Also zumindest der grobstofflich-physische Körper, nicht das Seelische oder so. Und da wird natürlich jetzt die Verbindung zur Technologie hergestellt. Deswegen hat ja auch in den letzten 2 Jahren im Grunde die Medizin eigentlich den Ton angegeben. Wir wurden ja von vermeintlichen Ärzten beraten. Die Politik wurde ja von der Medizin gecoacht, wenn man so möchte, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hat. Ja? Sieht man ja an den Entscheidungen. Aber es ist letztendlich, ohne hat jetzt der medizinisch-industrielle Komplex oder der medizinisch-digitale industrielle Komplex hier den Ton angegeben in den letzten 2 Jahren. Und mal zu sehen, wie diese Strukturen funktionieren, konnten wir sehen. Ja? Und wer daraus keine Konsequenzen für sich zieht, keine Schlüsse für sich rauszieht,
Was willst du noch, noch anstellen? Ja. Vielen Dank für den ersten Einblick in den Transhumanismus, woher es kommt, wo wir gerade stehen, wo die Reise hingeht und vor allen Dingen auch dann, wie wir uns selber entscheiden können. Vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.